Wartet mal. Ine Mene Mistes krabbelt in der Kiste. Ha, ich hab gewonnen. Ich kann anfangen. Oh, wow. Ich hab hier ein paar Nudeln drin. Ich liebe die Dinger. Und ein paar Stäbchen stecken auch schon drin. Was könnte besser sein? Wie auch immer, genug gelabert. Schaut nicht hin. Mann, hast du schon mal was von Tischmanieren gehört? Ist doch egal, wie man isst. Hauptsache, dass es einem schmeckt. Oh ja, jetzt bin ich so richtig satt. Alex, worauf wartest du denn? Mach weiter. Und mich erwartet eine Tabasco-Soße. Du tust mir leid. Ah, die brennt ja jetzt schon. Na los, trink, trink, trink. Okay, wie ihr meint. Oh Mann, das ist ja mega scharf. Helft mir, helft mir. Okay, solange Alex sich quält, lass uns herausfinden, was mich erwartet. Mh, das sieht aus wie eine Zauberkugel. Was ist das denn für ein Apparat? Wie funktioniert er denn? Ich leg einfach die Hand drauf. Ah, voll kalt. Oh nee. Ich habe die Kugel kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe was Unwiederbringliches getan. Oh, danke, Marie. Jetzt geht's mir besser. Hä? Mädels, hört ihr mich? Oh nein, die sind erfroren. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, sie wieder ein bisschen aufzuwärmen. Dafür werde ich die ganze Tabasco-Soße austrinken müssen. Das ist unsere einzige Feuerquelle jetzt. Na, wartet. Gleich beginnt es. Ich schließe einfach die Nase. Oh, hier wird es wärmer. Und ich dachte schon, wir würden für immer erfroren sein. Vielen Dank, Alex. Hey. Mädels, ich habe euch gerettet. Kann ich also Erster sein? Aber klar doch. Mal sehen. Was ist das denn für ein Gestank? Das ist ja eine ganze Zwiebel. Muss ich die etwa essen? Oh Mann, ich konnte den Tabasco ja noch nicht verdauen. Ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Oh Mann, das ist voll eklig. Okay, das reicht jetzt aber. Nein, du musst alles aufessen. Okay, schreit mich bloß nicht an. Oh, das ist voll schlimm. Jetzt habe ich schon Tränen in den Augen. Das ist keine Zwiebel, das ist so eine Art Zeitbombe. Alex, wieso musstest du das machen? Jetzt habe ich auch Tränen in den Augen. Oh, das war noch nicht alles. Nein, tu es nicht. Ich muss uns irgendwie in Sicherheit bringen. Ich hoffe, dieses Klebeband wird uns helfen. Na also. Gute Idee. Jetzt kannst du weitermachen. Oh, wow. Ich habe eine riesige Torte bekommen. Die sieht ja schön aus. Leute, ihr braucht mich gar nicht erst anzuschauen. Die esse ich alleine. Oh, bitte. Nein, die gehört mir. Und ich werde sie essen. Mm, die schmeckt tatsächlich richtig gut. Sie wird uns wirklich nichts geben. Mm, das schmeckt einfach fabelhaft. Na los, mach du weiter. Oh, wow, ich habe so eine Art Pulver. Ich frag mich, was das für ein Pulver ist. Oh, das riecht ja so ungewöhnlich. Ich muss schlafen. Hm, tatsächlich, ist das so eine Art Schlafpulver? Tatsächlich. Oh nein, Marie, wach auf. Ich weiß, was ich tun kann. Ich muss einfach mal rülpsen. Hey, Alex, wieso musstest du das machen? Na, ohne mich wärst du nicht aufgewacht. Ach so, na dann vielen Dank. Hey, denkst du dasselbe, was ich denke? Aber eindeutig. Wir machen das mit einer Rose. Das ist voll genial. Sie wird nichts bemerken. Jetzt müssen wir sie nur noch schenken. Diese wunderschöne Rose ist für dich. Oh, das ist so lieb von dir, Alex. Die riecht so gut. Irgendwie hat sie mich müde gemacht. Es hat funktioniert. Yeah. Das haben wir gut gemacht. Jetzt können wir den Rest der Torte aufessen. Was ist denn da drinnen? Warte, ich bin dran, den Safe als Erster zu öffnen. Na gut. Igitt.
Das ist ja eine Zitrone. Die ist doch mega sauer. Was lacht ihr? Haltet die Klappe. Na, habt ihr das gesehen? Das habt ihr nicht erwartet, oder? Alex, du bist dran. Na, mal sehen. Oh, wow. Was für ein wunderschöner Milkshake. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Ich fange auch gleich mit den Toppings an. Hey, du hast so viele Toppings. Gib uns auch was ab. Nee, tut mir leid, Mädels. Das gehört alles mir. Und was hast du drin, Emma? Sicher was Leckeres. Oh, wow. Das ist ja so eine Art Uhr. Ich frag mich, was ich damit machen soll. Irgendwie voll langweilig. Muss ich sie vielleicht öffnen? Das ist eine ganz normale Uhr. Wieso war die in einem Safe? Oh, man! Hey, Leute! Ach so, ich hab's verstanden. Ich kann mit dieser Uhr die Zeit anhalten. Das ist meine Chance, Alex köstlichen Milkshake zu trinken. Und außerdem könnte ich mir noch einen kleinen Prank erlauben. Ich leg Marie den Rest der Zitrone einfach in den Mund. Mal sehen, ob sie gefallen wird. Mann, das wird mega lustig. Wartet mal, ich habe noch eine Idee. Ich werde Alex noch schminken. Was für eine mega coole Idee ist das denn? Fertig. So, jetzt kann die Zeit wieder weiterlaufen. Hä? Wieso habe ich eine Zitrone im Mund? Wo ist der Rest meines Milkshakes? Ah, wie siehst du denn aus? Hä? Bin ich dieser Clown? Emma, wir haben ein paar Fragen an dich. Was ist hier los? Wo sind wir? Das sind ja Saves. Ui, da sind ja Süßigkeiten drin. Ist das alles für mich? Die will ich sofort probieren. Ich nehme mir mal dieses gelbe Ding da. Die ist ja verschwunden. Hä, bin ich unsichtbar? Ich kann auch nicht immer jemanden anfassen. Wie ist das denn passiert? Ach so, diese Süßigkeiten bieten so viele Möglichkeiten. Ah, ein fliegendes Glas. Ah, dass du wegkommst. Ach, das ist doch nichts Besonderes. Was erwartet mich? Ein Stück Käse? Ich mag Käse. Riecht gut. Was ist denn mit meinem Safe los? Komm zurück. Was ist da drin? Das ist ja eine Maus. Was soll ich tun? Ah, dass du wegkommst. Oh nein, ich habe eine Maus auf dem Kopf. Was sollen wir mit der anfangen? Die ist ein Bonbon. Oh oh. Die wird ja immer größer. Wenn die gleich noch den Käse mit den Bonbons aufisst, wird die noch schlimmer. Die ist ja gigantisch geworden. Die wird uns alle zermalen. Haltet sie auf. Oh no. Warte, ich habe eine Idee. Ich muss ein paar dieser Jellybeans hier essen. Awesome. Ah, es funktioniert. Alright, alright, alright. Na, warte. Jetzt kannst du was erleben. Der Kampf soll beginnen. Oh, sei bloß vorsichtig. Halte durch. Ja, du hast es geschafft. Ich habe gewonnen. Oh. Mach, dass du wegkommst. Goodbye. Ah, die fliegt ja gut. Ja, du hast es geschafft. Wir müssen sie wieder schrumpfen lassen. Ich probiere mal ein paar von diesen Jellybeans hier. Ah, ich bin geschrumpft. Oh, du siehst ja süß aus. Und ich bin wieder groß geworden. Um Marie schrumpfen zu lassen, müssen wir ihr ein paar von diesen weißen Dingern geben. Hey, mach mal den Mund auf. Ich fange. Ui, ich schrumpfe wieder. Hier bin ich. Kann ich anfangen? Okay, cool. Mal sehen, was da drin ist. Das ist ja Eiscreme. Ich habe sogar einen Löffel mit dabei. Davon will ich sofort was probieren.
Ist das lecker? Lass mich auch mal probieren. Hey, Finger weg! No. Ach, komm schon. Lass mich weitermachen. Hä, was ist das denn? Ich habe noch nie so ein Ding gesehen. Wir auch nicht. Was kann ich denn damit machen? Die ist erfroren? Na, lass sie da rumsitzen. Ich mach so lange meinen Safe auf. Ah, das ist eher Chili. Was für ein Albtraum. Warte, du kannst damit Jennifer helfen. Warum soll ich sie retten? Okay, ich kann das schaffen. Ich muss einfach zubeißen und geduldig sein. Du bist ja Feuer und Flamme. Hey, du solltest dich wegdrehen. Du hast mein Eis schmelzen lassen. Oh, mir geht's gut. Oh nein, du brennst ja. Warte, ich werde dir helfen. Hä? Du hast die Flamme vereist? Unglaublich. Hm, sieht aus wie Eis. Oh, könntest du vielleicht auch mein Eis einfrieren? Na, gerne doch. Hier, dein Eis ist wieder fertig. Oh, es ist wieder kalt. Das ist schön. Willst du vielleicht mit uns teilen? Ja, natürlich doch. Wo sind eure Löffel? Cool. Lecker Schmecker. Ich will anfangen. Was ist denn da drin? Hä? Ein ferngesteuertes Auto? Ist ja voll cool. Damit will ich sofort spielen. Schaut euch das an. Das ist so schnell und lässt sich so einfach steuern. Ach komm schon, das ist doch langweilig. Was ist in deinem Safe? Hä? Ist das ein Teller mit ekligen Hühnerfüßen? Soll ich die etwa essen? Nein, das habe ich sicher nicht vor. Du musst aber... Ich kann nicht. Das ist ja echt eine Abscheulichkeit. Oh, furchtbar. Du siehst ja gar nicht gut aus. Das genügt mir. Öffne dein Safe. Oh, das ist ja eine Schokokamera. Die sieht köstlich aus. Und die funktioniert sogar. Seht ihr? Mein Safe ist schokoladig geworden. Richtig lecker. Ich krieg gar nicht genug davon. Hm, sieht appetitlich aus. Hey. Könntest du vielleicht meine Hühnerfüße auch schokoladig machen? Ja, natürlich. Bitte sehr. Oh ja, jetzt sehen die um einiges appetitlicher aus. Und ich habe eine Idee bekommen. Oh Mann, ich bin so tollpatschig. Was hast du angerichtet? Hm, ich könnte daraus einen Turm bauen. Stapel sie nur. Los geht's. Ach, wieso bin ich nur so tollpatschig? Das hast du absichtlich gemacht. Hey. Willst du mir helfen, Mia? Natürlich doch. Lass uns ein Foto von diesem Auto machen. Und jetzt können wir ein bisschen davon nehmen. Mann, ist das lecker. Hey, was soll ich dann mit dieser Fernbedienung anfangen? Ich will die auch aus Schokolade haben. Kein Problem, kann ich machen. Oh, voll cool. Jetzt kann ich... wo sind wir hier? Hey, Mike, mach deinen Safe auf. Auf keinen Fall. Okay, fang du an. Wieso muss ich denn Erste sein? Okay, Leute, ich kann anfangen, wenn ihr wollt. Aha, was haben wir denn da? Oh nein, das sind ja ekelhafte Hühnerfüße. Wollt ihr was probieren? Nee, nee, Mia, das darfst du aufessen. Ihr seid so gemein. Das schmeckt voll ekelhaft. Was für eine Abscheulichkeit. Mir wird gleich schlecht. Oh nein, jetzt ist mir wirklich schlecht. Ich muss weg. Auf Wiedersehen, Mia. Come on! Okay, Kate, jetzt bist du aber dran. Oh, wow, was für eine coole Torte. Fantastisch, da hast du ja Glück gehabt. Und die schmeckt ja auch richtig gut. Ich brauche ein großes Messer, um mir ein Stückchen abzuschneiden. Super. Ich will auch was von der Torte. Hey, Hübsche. Willst du mir auch was abgeben? Hm? Ja, natürlich. Kannst du mich füttern? Hey, was macht ihr denn da? Mike! What?
Los, mach dein Safe auf. Ist hier gut, ist hier gut. Sei doch nicht so. Ein seltsames Fläschchen. Wir haben keine Ahnung, was da drin ist. Fühlt sich seltsam an. Fühlst du etwas? Nee, gar nicht. Ich trinke einfach alles aus. Wow! Wow! Ich bin voll Energie geladen. Was macht ihr denn für komische Gesichter? Wow! Ich habe so viel Energie, ich muss los! Wow, ist das cool! Ich kann voll schnell laufen! Und keiner kann mich einholen! Wow! Ich liebe es! Oh, ich muss mal dringend was trinken. Kannst du mir was von deinem Cocktail geben? Dankeschön. Oh. Ups, ich glaube, mein Akku ist bald alle. What? Hä? Wo ist denn mein Cocktail geblieben? Ah, da bin ich wieder. Boah, wie sehen die denn aus? Ich habe eine Idee. Ich kann die ja noch hübscher machen. Yeah, gefällt mir gut. Oh, den Kuchen nehme ich mir aber auch noch. Mann, schmeckt der lecker. Richtig köstlich. Ich liebe Kuchen. Ich kriege einfach nicht genug davon. Yum, nom, 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 nom. Das war super. Ah, da sind ja noch Mias Hühnerbeine geblieben. Ich helfe dir mal. Und noch ein letzter Schliff. So ist fertig. What? Was ist das denn? Mike, was erlaubst du dir überhaupt? Oh nein, ich glaube, die hat alles erfahren. Woher hab ich denn einen Schnurrbart? Voll lustig. Hallo, Schatz. Nimm das. Aua, womit habe ich das denn verdient? Ach, komm schon, mach dir nichts draus. What? Was? Was treibt ihr denn da? Was ist denn in meinem Safe drin? Ich kann nichts hören. Keine Ahnung. Ich mach meinen einfach auf. Oh nein, das ist ja ein Haufen saurer Zitronen. Nee, 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 ich werde das nicht essen. Du bist so ein Feigling, Mike. Okay, los geht's. Boah, ist das ekelhaft. Muss ganz schön sauer sein. Oh, mega sauer. Nee, das ist nichts für mich. Ich habe einen Gesichtskrampf bekommen. Okay, ich muss mich zusammenreißen. Mia, mach du weiter. Oh, ist ja toll. Ich habe ein riesiges Poppet in Herzform. Da habe ich Glück gehabt. Ich liebe es, mit den Dingern zu spielen. Hallo, Mia, hörst du mich? Ich glaube, die haben wir verloren. Kate, mach du weiter. Mal sehen, was mich erwartet. Oh nee, was ist denn das? Das frage ich mich aber auch. Ich öffne mal das Buch. Wait a minute. Irgendwie bewegt sich da was. Da kommt magisches Licht raus. What? Oh nein. Wessen Hand ist das denn? Oh, das macht mir voll Angst. Ich gehe in Deckung. Oh mein Gott, mir ist nicht gut. Oh, ich liebe dieses Puppet. Das beruhigt einen total. Hey, wer bist du denn? Lass sofort mein Puppet in Ruhe. Du hast es kaputt gemacht. Na, ich werde dir eine Lektion erteilen. Hier, genau das hast du verdient. Mach, dass du wegkommst. Na, ist das Ungeheuer weg? Hey. Wow, du bist so cool, Mia.
Gut gemacht, Mia. Du hast uns alle gerettet. Wer hätte das bezweifeln können? Okay, lasst uns entscheiden, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Yeah, ich kann anfangen. Oh nee, das ist ekliger Seetang. Sieht ja fürchterlich unappetitlich aus. Wie kannst du das bloß essen? Oh nee, ich habe echt keine Lust drauf. Nope. Denkst du, du kommst damit durch? Lass dir mal helfen. Nein, bitte hör auf. Mia, jetzt lass das doch. Du arme Kate. Okay, Zeit, dass ich meinen Safe öffne. Oh wow, das ist ja eine Kokosnuss. Fantastisch, aber wie öffne ich das Ding? Oh wow, das hat voll wehgetan. Mann, Mia, bist du blöd. Ich muss die Kokosnuss doch irgendwie öffnen können. Hättest dein Gesicht sehen sollen. Und was hab ich hier wohl? What? Hm, eine Fernbedienung. Aber was macht die? No. That's you. Oh nee, das wird eine Beule geben. What? Sorry. Ich drück mal einfach auf den Knopf. Wow, wie cool ist das denn? Was treibst du denn da, Mike? Das reicht. Stopp, nicht bewegen. Ha, voll cool. Sie ist erstarrt. Wie witzig. Okay, das reicht aber. Was ist denn hier los? Come on. Komm, mach es nochmal, Mike. Yeah, das könnte ich mir unendlich lang anschauen. Ah, jetzt gehört mir die Fernbedienung. Na, bist du zufrieden? Oh, was sehe ich denn da? Nein, bloß nicht das. Tu das nicht. Komm schon, du musst deinen Seetang nochmal essen. Das ist so mega eklig. Ich muss gleich kotzen. Das ist echt schlimm. Oh ja, das macht so richtig viel Spaß. Mia, das reicht jetzt aber. Gib mir die Fernbedienung. Nein, auf keinen Fall. Oh nein, wir haben sie verloren. Aber dafür hat sie die Kokosnuss geöffnet. Oh, na endlich. Gib mir die Fernbedienung. What? Oh nee, die funktioniert nicht mehr. Oh, ich liebe Kokosnuss. Mädels, ihr seid in einer Challenge gelandet. Okay, ich will als Erste meinen Safe öffnen. Oh, das ist ja cool. Ein Snickers Milkshake. Aber wie soll ich den trinken? Willst du mich auf den Arm nehmen? Du musst einfach nur den Deckel öffnen. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Darf ich mal probieren? Sicherlich nicht. Das ist mein Cocktail, also werde ich ihn trinken. Außerdem schmeckt er so gut. Oh ja. Ich werde es sicher nicht teilen. Okay, dann kriegst du das, was du verdienst. Schmeckt dir doch, oder? Was hast du angerichtet? Jetzt bin ich voller Schokolade. Ich habe nichts mehr übrig. Jetzt bin ich dran. Was? Fisch? Oh mein Gott. Wieso kriegst du einen Schokococktail und ich krieg einen Stinkefisch? Halte den von uns fern und beeil dich, iss ihn. Oh Mann, wenn ich kotzen muss, seid ihr dran schuld. Wie ekelhaft. Nein, so einen ganzen Fisch schaffe ich eh nicht. Du musst aber... Oh, wow. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh mein Gott. Wie eklig. Wieso habt ihr mich dazu gebracht, das zu essen? Igitt. Hey, was machst du? Dein Safe musst du auch noch öffnen. Okay. Und das ist alles? Nur ein Skittles-Bonbon? Muss sicher lecker sein, oder? Ein ganz normales Skittles-Bonbon, seltsam. Oh, was ist denn mit dir los? Mädels, ich glaube, ich habe einen Ausschlag. Oh Mann, davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Yeah, jetzt werde ich mein Leben lang Süßigkeiten haben. Kann ich auch mal probieren? Natürlich. Lecker. Willst du auch was? Nein, das ist voll ekelhaft. Unglaublich. Das ist die coolste Krankheit, die ich je hatte.
Come on! Nein, ich will sicher nicht. Igitt. Wow! In dieser Runde möchte ich zuerst meinen Safe öffnen. Wow, was für eine Überraschung. Ich habe noch nie so viele Poppets gesehen. Die sind ja voll ungewöhnlich. Ah, die sind aus Fruchtgummi. Mädels, habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein. Schmeckt das auch gut? Natürlich doch. Unglaublich lecker. Ich will so schnell wie möglich alles aufessen. Ja, das ist mega lecker. Oh, wir wollen auch was davon. Ich glaube, Kate wird nichts dagegen haben, wenn wir auch ein bisschen was probieren. Ja, die wird sicher nichts dagegen haben. Natürlich habe ich was dagegen. Weg von meinem Safe. Das gehört nur mir. Okay. Oh Mann, ich wünsche mir, ich habe auch was Gutes. Bloß nicht das. Ich habe Angst vor Würmern. Bloß keine Regenwürmer. Die machen mir so viel Angst. Was? Wieso werde ich auf diese Weise bestraft? Nimm das sofort ab. Ah ja, genau. Ich habe eine tolle Idee. Ich brauche bloß einen kleinen Staubsauger. Der wird dich retten. Okay. Oh nein, ein Wurm ist noch übrig geblieben. Was? Wo denn? Genau über der Lippe. Ah, den habe ich wirklich verpasst. Jetzt lass doch los. Wunderbar, ich habe es geschafft. Oh Mann. Was für Lippen. Ulala. Ach, du lachst sie auch noch aus. Dafür kannst du die Würmer hier probieren. Hey, was habt ihr angerichtet? Die sind ja mega eklig. Igitt, jetzt muss ich mir den Mund spülen. Na komm schon, schau dir deinen Safe an. Mach ich auch. Oh wow, da ist ja so eine Art Zaubertrank drin. Ich hoffe, der macht mich zur hübschesten auf der Welt. Was für ein komisches Gefühl. Oh, was passiert mit mir? Ich werde kleiner. Oh, ich bin geschrumpft. Holt mich hoch. Here we go. Oh, du bist so süß. Ich will dich mal anfassen. Oh yeah, ein Poppet. Ich bin das kleinste Mädchen auf der Welt. Ich kann auf dem Poppet rumhüpfen. Oh, die ist so süß. Aua, das hat weh getan. Schau mal, was du mit meinem Finger getan hast. Na warte, dafür musst du gegen diesen Regenwurm hier antreten. Oh ja, das wird sicher spannend. Julie, wir glauben an dich. Oh, ob ihr es schafft? Nimm das und das auch noch. Und das hier. Yeah. Julie, das hast du wunderbar gemacht. Das war so cool. Ja, Mädels, danke für eure Unterstützung. Was erwartet uns dieses Mal? Oh nein, ich esse definitiv kein rohes Fleisch. Mädels, tut mir leid, aber das geht mir zu weit. Hier hast du einen Teller und guten Appetit. Okay. Ihr seid so hart. Das ist ja kein Fleisch, das ist ja echtes Gummi. Ich kann nicht mal was abbeißen. Oh, ich habe genug davon. Ich glaube, Messer und Gabel werden dir helfen. Also los. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Jetzt kann ich sogar den Teller essen. Okay, Menschen haben schließlich Fleischbraten erfunden. Denn roh kann man das ja gar nicht essen. Hey, wird ganz schlecht davon. Julie, mach du dein Safe auf. Mal sehen. Oh, was für ein geheimnisvoller Zauberstab. Wunderbar. Ich frage mich, was ich damit zaubern kann.
Hier ist einfach. Ich glaube, ich habe was gelernt. Du hast mich fast verbrannt. Schau mal, was du getan hast. Du solltest dich schämen. Alles nur wegen diesem Zauberstab. Oh, die hat ja mich fast verstümmelt. Komm, den legen wir einfach auf den Tisch, okay? Kate, es wird Zeit, dass du deinen Safe öffnest. Oh, ja. Mal sehen, was da drin ist. Unglaublich, das ist ja Eiscreme. Finger weg, das gehört mir alleine. Hier ist schließlich nicht genug für uns alle drin. Oh Mann, dieser Löffel ist einfach zu klein. Ich brauche einen größeren Löffel. Jetzt kann's losgehen. Nichts geht über ein Eis an einem heißen Sommertag. Können wir auch was haben? Nein, sicher nicht. Oh, die ist voll gierig. Kate, was ist mit dir passiert? Die ist ja voll steif. Ich weiß, wie ich sie davon retten kann. Der Zauberstab wird mir helfen. Mädels, vielen Dank. Sonst wäre ich für immer erfroren geblieben. Oh nein, jetzt brenne ich. Was für eine gute Gelegenheit, mein Fleisch anzubraten. Das kommt rechtzeitig. Ich bin nämlich ganz schön hungrig geworden. Okay, dein brennender Kopf war super. Lecker. Ich liebe es. Dankeschön, Kate. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Oh ja, jeder liebt Nutella. Ich bin keine Ausnahme. Hey, schau, was du gemacht hast. Kein Problem, das mache ich wieder in Ordnung. Ah, das hat wehgetan. Hör auf, mit dem Deckel hier herumzuwerfen. Jetzt kann ich meine Nutella probieren. Julie, du kriegst nichts davon. Ich habe was probiert. Das ist alles so gierig. Aber ich habe auch einen Tropfen bekommen. Wie lecker. Oh nein, Mädels, ich habe ein Problem. Meine Hand steckt im Glas fest. Helft mir, sie rauszuholen. Okay. Was tut man nicht alles für eine Freundin? Auch wenn sie gierig ist. Na los. Nimm das Glas ab. Noch ein bisschen. Na endlich. Oh, da ist ja noch was übrig. Extra für uns. Dankeschön, Mädels. Ohne euch hätte ich das sicher nicht geschafft. Oh, an meiner Hand ist immer noch was übrig. Kate, jetzt bist du dran. Das stinkt ja. Bloß nicht das. Das ist ja Schimmelkäse oder so. Mädels, das schaffe ich sicher nicht. Ich glaube, Julie und ich werden dir helfen müssen. Dann mach den Mund auf. Oh nein, was ist das denn? Ich fühle mich nicht gut. Ich musste fast kotzen. Julie, und was hast du? Mal sehen. Oh Mann, das ist ein Portal. Wir fliegen nach Hause.